Aber so gut, weiter geht's bei Transport Fever 2. Komm nochmal her, setz die Pflanze, nimm Platz und schau zu. Gestern habe ich alles vorbereitet, für dass ich endlich neues Rohmaterial einsetzen kann. Und zwar Stadler Kiss, die sind jetzt freigeschaltet worden. Vierteilig und sechsteilig. Der letzte sogar noch in ZVV-Farbe. Die werde ich jetzt alle brauchen. Nur der Westbahnler, den brauche ich nicht. Das ist so, das ist nicht mein Ding. Ich werde schon Schweizer Züge nehmen. Also Schweizer Farbgebungen, wenn wir sie schon haben. He? So, also, das Erste, was ich definitiv mache, ich räume hier mal auf dem Regio 2. Weil das geht ja mal gar nicht, was wir hier drinnen haben, mit einem halben HST, EW2 und hinten dran hängt noch ein Mirage. Das ist jetzt definitiv vorbei. Also, ich tue schon mal, warte schon, wo ist das Depot? Ah, das Depot ist oben. He? Ah nein, das habe ich noch gar nicht angewählt. Moment. Mal, da ist es. Welche von denen ist das Depot, wenn ich da frage? Dort oben, dort ist er dazwischen. Ah, okay. Dann muss ich jetzt die Mirage hier aufzügeln. Huiuiui. So. Also, die Zeiten mit dieser Mischkomposition sind jetzt definitiv vorbei. Gehen wir die mal hier alle auffügen. Und die behalte ich jetzt eben noch im Depot vorerst, weil vielleicht brauche ich sie dann gleich irgendwann noch. So eine Mirage ist ja immer noch ein gäbig. Frisst zwar Strom wie blöd, habe ich mitbekommen, aber das ist auch hier nicht so ein Thema. Dann die EW2, die verschrottigen sofort. Das ist jetzt so. Weil Personen wegen habe ich dann eh zu viel. Ich habe hier noch die ganzen Mark III und so. Ja, der HST, der bastelt jetzt einfach so zusammen. Die Wagenreihe stimmt jetzt zwar nicht ganz, aber es geht ja nur darum, dass ich den jetzt auch ins Depot nehme und dann muss ich da schauen, was ich mit dem mache. Vielleicht setze ich den Tripköpf wieder irgendwo im Güterverkehr ein und so. Und Personen wegen, die setze ich schon schnell mehr rein. Sehen wir den. Jetzt kommt er hier einfach mal rauf. Ebenfalls ins Depot. Das wird jetzt dann wieder eine lange Geschichte hier. So, der auch noch. Voilà. Ah, dass man das halt immer so indirekt muss machen, das ist ein bisschen blöd. Aber ist jetzt so. So, jetzt haben wir hier zwei leere Züge. Und dann ist das quasi Schritt 1, den ich jetzt durchführe. Auf dem Regio 2 gibt es je einen sechsteiligen normale, in der normalen Farbgebung. So, und die haben mehr Platz haben eben herausgefunden. Wenn wir hier nochmal die Regio 2 anschauen. Hier. Jetzt sind sie zwar nicht im Ganzen so gefüllt, aber der ist schon mehr gefüllt, als in einen Vierteiligen würde reinpassen. Denn in einen Vierteiligen hätten wir ja einen Platz von, wir sehen jetzt so fast nicht, 106 Personen. Und im Sechsteiligen haben wir 166. Genau, darum nehmen wir Sechsteilige, dann sind wir gerüstet. Gut, dann tun wir das mal speichern. Das ist jetzt die erste Etappe. So. Kommt gut, also perfekt. Und jetzt, wenn das mal zu tut, die Auswahl wird ja zum Glück gespeichert. Und dann schauen wir den doch mal an. Hallo, da wird gerade überholt vom RM-Zug. Ah, das ist der, der auf das linke Gleis muss. Naja, das ist jetzt halt so. Ja, dann hätten wir hier Kiss. Die Front sieht nach mir ein bisschen stark abgestreckt aus, oder täuscht das irgendwie wegen dem Kamerawinkel? Ich habe irgendwie das Gefühl, das sei doch etwas zu steil, aber weiß auch nicht. Jeder hält sich für einen Kritiker, das ist klar. Fakt ist, er sieht noch recht dezent aus. Kann man also annehmen. Und hat sogar Custom Sound. Ja, tatsächlich, cool. Gehen wir schnell rein schauen. Ist der Führerstand ausmodelliert? Jetzt sind wir hier wieder im Hinger drin. Ja. Gäbiger Führerstang. Also ich bin auch schon mal mit dem Führerstang von einem Kiss gesehen. Also ich kann sagen, es sieht etwas so aus. Oh, und ist das hier das Interieur? Genau, schau mal. Oh, es ist so gut gemacht. Ah, aber die Griffe an den Sitzen fehlen. Schau, da sind doch immer noch die runden Griffe normalerweise. Aber sonst hier mit den Sitzen über den Türkästen oben dran, wo noch Sitze drauf gesetzt sind worden. Gäbig gemacht. Die Führerstandstür ist nicht texturiert, aber das ist egal. Fahrzielanzeige ist sogar in der Textur drin, das ist doch auch super. Dann kommen wir den Dunger rein. Dort ist noch irgend so ein DPZ entgegengekommen oder so etwas. So ein Gemisch. Ja. Also da sitzt sogar einer so schön lässig auf der Strecke. Nein, das ist... Wow. Dass das sogar umgesetzt ist, dass ich jemand auf der Strecke sitzt, finde ich echt cool. Weil das kennt jeder, der mit einem Stadler Kiss
Bremsen, der Stosszeit, Fahrt, die Stege, das sind einfach Sitzplätze, die gehören dazu. Das ist sicher schon eingerechnet in den 166, die wir jetzt unten links haben. Also ist es ja sowieso. Aber in echt meine ich, sagen wir mal, in der Sitzplatzzahl ist das sicher eingerechnet. Da hier ist die Tür ein bisschen weit aussen offen, habe ich das Gefühl. Das Perron ist halt zu lang. Nein, das Geräusch sogar. Und der Schiebetritt, schau mal, der Schiebetritt ist sogar schön reingegangen. Nein, ist das cool. Wow. Aber eben, Stege bei einem Kiss, jeder kennt die, sind immer besetzt zur Stosszeit. Ja. So, jetzt schlängeln wir uns hier auf das Gleis rauf. Das ist ein bisschen unschön hier. He? Gehen wir hier noch schnell zurück für ein schönes Thumbnail. Muss natürlich sein. Jetzt habe ich natürlich schön die Haltestelle verpasst. Ich hätte jetzt eigentlich gerne so ein bisschen aufnehmen, wie dass wir jetzt hier am Bahnhof stehen und so. Aber jetzt bin ich halt hier. Naja, wann kommt der nächste Bahnhof? Wahrscheinlich noch lange nicht, oder? Der nächste ist Zand, wie es aussieht. Ja, und da fahren wir jetzt glaube ich schon einen Moment. Da müssen wir zuerst noch über die Brücke und alles. Ja, das wird nichts. Gehen wir schon auf die Sonnenseite für ein Thumbnail, muss man ja immer. So, da sieht er schon viel besser aus. Da. Jo. Mal hier. Huch, da sehen wir unter einem Berg, das wollen wir nicht. So. Perfekt. Ja, das ist doch ein schöner Winkel für ein Thumbnail. Also, wenn du auf genau das hast geklickt bei diesem Video, dann siehst du jetzt, wie das ist entstanden. Wunderbar. Also, ich habe Freude, dass es so Custom Sounds ist. Das ist sowieso, vor allem das Türbeipsen, das ist mir bis jetzt etwa bei jedem Zug noch aufgefallen, dass das einfach der Flair ist. Das ist noch viel wichtiger als irgendwie nur das Motorengeräusch allein. Habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir hier noch ein geschlossenes Signal, oder was? Tatsächlich. Wer ist denn hier vor dran? Mal schauen hier. Ah, das ist der RM-Zug, der ist natürlich nicht ganz so schnell. Und der selber hat auch noch müssen warten auf etwas anderes, wie es aussieht. Der ist irgendwie ein bisschen langsam. Aber ich sehe gerade nicht was. Schräg. Was haben wir hier? Domino. Cool. Die werden auch langsam ein bisschen dreckig. Ich glaube, bei diesen Domino tue ich jetzt schnell den Unterhalt mal ein bisschen aufschrauben. Nein, das mache ich jetzt nicht. Sonst geht mir hier meine schöne Auswahl verloren. Ich habe ja noch einiges vor mit Rohmaterial. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Den in der ZVV-Farbe werde ich natürlich auch noch anwenden. So, aber Regio 2 brauchen wir jetzt nicht mehr der Auswahl. Jetzt scrollt es da wieder so blöd rum. So. Voilà. Nachher, was haben wir noch gesagt? Eben der Interregio 1, das ist der Zug 48. Der muss einfach kürzer werden. Der braucht nicht so viel Platz. Da würde ich sagen, nehme ich, ist eigentlich egal, welchen Wagen das ich rausnehme. Ob ich jetzt EW4 rausnehme oder Eurocity-Wagen. Ich nehme sicher mal ein EW4 raus. Und tue den mal, den könnte ich eigentlich direkt verwerten. Mit verwerten meine ich, schnell schauen, das ist zweite Klasse. Und hier ist erste. He. Hier ist ein Erstklasswagen, das ist zweite und der auch zweite. Ich würde gerne den EW2 dort verschrotten, aber für das brauche ich natürlich erstmal Erstklasse EW4. He. Also kann ich das nicht direkt ablösen. Der hier muss ich auf jeden Fall mal aufwandern. Ab ins Depot. Dort haben wir jetzt so Zeug, genau. Wie wollen wir das machen? Durch was wollen wir den EW2 ersetzen? Es muss ein Erstklasswagen sein. Auf dem Zug 91, sag mal, welche Linie ist das überhaupt? Das ist der Regio 9, der, haben wir gesagt, muss einfach ein bisschen kürzer werden, oder was? Hier ist zwar eigentlich gut. Also würde ich sagen, ich tue dort einfach den DPZ-Wagen rein. Ganz einfach. Weil der hat viel erste Klasse. So, 91 haben wir gesagt. Voilà. So, EW2 verschrotten, ab auf Kaiseraugst. Und gut ist. So, dann haben wir jetzt hier zwei so kurze Züge. Das ist okay. Naja, es gibt besseres, aber egal. Das tun wir schnell zwischenspeichern. Weiter geht's. Dann haben wir hier noch viel anderes gehabt zum machen. Einfach zum Modernisieren generell ist schon die Idee, oder? Auf dem Regio 8 habe ich auch gesagt, ja, da brauche ich definitiv längere Züge. Und zwar, wie wollte ich das jetzt machen in diesem Fall? Wenn wir hier auch 140 drin haben,
Dann braucht es ja hier wirklich auch viel Platz. Also wäre eigentlich auch schon wieder ein sechsteiliger Kiss von Vorteil. Oder wollen wir einfach zwei vierteilige drin tun? Ich mache es davon abhängig, wie viele Leute das jetzt hier einsteigen. Übrigens, schönes Überholmanöver. Klappt gerade super an diesem Bahnhof. Wie viel kommen hier mit? Sehen wir jetzt gut. Wird der wieder voll? Er wird fast voll. Ah, das macht den Entscheid nicht unbedingt einfacher. Der wird wirklich fast voll. Ist noch mehr eingestiegen jetzt. Und hier, wie voll wird der? Man kann ja sagen, wir machen es von dem hier abhängig. Ich weiss halt nicht, ob ich jetzt einen Vierteiligen oder einen Sechsteiligen kaufen kann. Siehst du, da haben wir jetzt schon den Nachteil von diesen Trip-Zügen. SBB, nimm dir mal... Also, nicht ein Beispiel. Du mal überlegen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich hänge halt nur einen Wagen dazu. Das geht bei einem Kiss nicht und bei einem Trip-Zug sowieso nicht. Ich muss entweder einen haben oder zwei. Also, da haben wir jetzt 80 drin. Ich würde vom Balancing her also sagen, ich nehme zwei Kiss. Oder warte schnell, ich frage mich gerade schnell etwas. Ja, stimmt, es wäre wahrscheinlich gescheiter, drei Kiss zu nehmen, statt, also, wie soll ich sagen, drei Vierteilige statt zwei Sechsteilige. So würde ich es sagen. Macht es auch von der Anzahl der Wege nicht Sinn. Von der Anzahl der Wege kommt es eigentlich auf das Gleiche. Aber der Sechsteilige hat 166 Plätze und der Vierteilige nur 106. 106 mal 3 gibt 318. Und 166 mal 2 ist mehr. Ich warte schnell, der 166 ist mir 332 oder so. Also ist auch ein bisschen weniger als so, aber ja, ist egal. Hauptsache ist, ich kaufe auf dem Regio 8. In jedem Zug einfach nur einen Vierteiligen in der normalen Farbe. Ist gut, also machen wir so. Das wäre er hier. Und das sind Zug 25 und 33. Die muss ich jetzt so schnell raussuchen. Wo sind sie? Hier sind die beiden Übeltäter. Nehmen wir hier schnell die Loki beide zusammen rauf. Dann können wir das noch ein bisschen sortieren. Haben wir hier 1. Klasse EW4, tun wir die zwei zuerst auf. Die sind noch nicht modernisiert. Dann 3x 2. Klasse unmodernisiert. Dann, was haben wir hier noch? 2. und das ist schon EW2, da kommt Degaport. So, dann noch DPZ wegen, das sind alles AB. Ja, das ist überall AB. Genau, das sind ja noch die XNPZ, DPZ Zwischenwege. Und dann noch zwei Steuerwege. Die kann ich sicher auch noch mehr verwursten. Gut. Haben wir das. Und jetzt tun wir hier einfach Vierteilige rein. Und falls ich dann noch mehr Platz brauche, dann tun wir einfach noch einen dritten Zug auf die Linie. Mit einem weiteren Vierteiligen. Und dann geht es dann auf. So. Regio 8 wird gespeichert. Perfekt. Wenn wir die aus der Auswahl rausnehmen. Dann muss ich es nochmal suchen, weil das hier wieder so im Zeug rumscrollt. Wieso scrollt das einfach irgendwo nicht mehr her, wenn ich hier die Auswahl ändere? Das ist so komisch. Genau, es wird immer weniger. Also, jetzt haben wir hier ein längs Depot, das ist gut. Aha, Moment. Jetzt haben wir das eigentlich gemacht. Jetzt haben das Zeug hier alles in den anderen Zug rein, statt ins Depot rein. Mist. Ja, Moment, der Zug 67, den werde ich jetzt wenigstens noch schnell anschauen, wenn ich den jetzt schon so zugerichtet habe. 67, da ist er. Der Regio Express 1, zeig mal. Wie sieht der jetzt aus? Jetzt hat er hier einen RE44 voraus, dann hat er hier einfach seine Komposition mit NPZ-Steuerwagen, zweimal noch ein RE44, lauter EW4, das war davon noch nicht modernisiert, DPZ-Wagen und zweimal Steuerwagen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Leichenzug, wie der eine ist. Da gibt es immer die schönen Videos auf YouTube mit den Leichenzügen von der SBB. So sieht das aus. Aber das wollen wir jetzt nicht. Das Zeug kommt eigentlich ins Depot rauf. Dem war das gewidmet. So. Schön dort rauf. Schauen, dass ich nichts aus Versehen lösche. Das wäre ja eine Katastrophe für mich. Da haben wir jetzt einfach nur noch die drei EW2 und sonst keine mehr. Okay. Die EW2 sind wirklich langsam aussterben, wie es aussieht. Eieiei, da sind noch ein paar drin. Jetzt kannst du schnell speichern. So.
Und dann geht es jetzt weiter. Jetzt haben wir den Zug 70. Was ist jetzt das? Ah, das ist zusammen mit dem 71er, der S3. He? Was haben wir gesehen auf dieser S3? Tun wir hier 2, 3 oder 1 Sechsteilige? Warte, auf der S3 wollte ich doch ZVV machen. Ich glaube, das war so. Tun wir hier einen in der ZVV-Farbe rein, das ist gut. Und in der S51. Dort einfach ein kürzerer Zug, würde ich sagen. Ja. Können wir dann auch irgendetwas formen mit einem Steuerwagen oder so, dass wir nicht zwei Lok hinten drin müssen haben. Okay. Warte jetzt schnell. Genau, S3. Jetzt müssen wir das alles noch ins Depot befördern. Das heisst, wir haben wieder NPZ frei. Wichtig. Ich glaube, der Steuerwagen zu ihm hier haben wir jetzt auch schon im Depot, wenn ich mich nicht täusche. Der EW2, da nehmen wir jetzt die Freiheit und verkaufen die auch gerade. So, dann haben wir hier, das ist Erstler, das sehe ich das auch. Zweimal erste Klasse und eine ist zweite. Ja. So, nehmen wir das hier schnell alles ab. Hier die beiden NPZ auch, die sind wertvoll, die kann man dann nicht anders einsetzen, zum Beispiel auf der S51. So, jetzt haben wir hier noch die RE44, dann nehmen wir sonst die ich schon habe und noch schnell einen Schluss. Ein bisschen aufräumen ist schon gern gut. Ja, dort hier ist jetzt noch ein Zweiteler EW4, aber müsste eigentlich hierher, aber das mache ich jetzt nicht. So, und hier. Ah, da ist einfach noch so ein Steuerwagen, so ein NPZ, ja. Ah, hier wäre der Anger. Ich kann ja erstmal ihn hier mühsam dorthin tun, dass jetzt halt so ein NPZ aus diesen beiden geformt ist. Ich mache es halt ein bisschen realistisch, darum den behalte ich noch drinnen. Ist jetzt halt der dort hier verbunden. Den werde ich vielleicht sogar so einsetzen, weil es cool ist. So, also jetzt habe ich die freigeräumt. Jetzt darf ich das nicht speichern, sondern ich muss jetzt hier noch die Kiste rein tun. Haben wir jetzt gesagt, Sechsteiligen oder zwei? Einen habe ich gesagt, gell? Ja, also, dann gibt es einfach einen einzigen. Und der andere Zug fällt weg. Oh, schon wieder neue Fahrzeuge, Mist. Ah, der Kia 54 gibt es jetzt noch in einer anderen Farbe. Wow. Und dazu noch der passende Wagen. Ah, der Torocco. Ah, das ist so ein offener Personenwagen. Cool, dass das dort ist, aber brauchen wir, glaube ich, nicht so einen Touristenzug. Schön, dass es ihn gibt hier. Habe ich schon wieder ein neues Jahr überschwätzt. Gut, das hätten wir in dem Fall. Der S3 ist gemacht, dann kann ich die hier aus der Auswahl rausnehmen. Dann haben wir hier noch die S51, die könnte ich definitiv mal ändern. Da würde ich jetzt einfach ein NPZ drauf tun. Da können wir ein Revival machen mit dem DPZ im NPZ drin. Jetzt haben wir 77 Kapazität und wollen das ändern zu einem NPZ. Wie viel haben wir denn? Nehmen wir hier schnell den Normal. 67. Ja, ja, komm. Machen wir doch das. Das hier ist wirklich das Depot. Ja, ja, ja. Genau. Dann wäre das auch schon erledigt. Dann haben wir das 51 gemacht. Dann kann ich die aus der Auswahl rausnehmen. Noch einmal bearbeiten. Und was haben wir noch übrig? Jetzt haben wir noch 67. Was ist das für einen? Das ist 91. Das ist... Ah, der Region 9 gibt es den auch noch. 67 ist der Regio Express, der ist einfach ein bisschen zu lang, also um einen Wagen zu lang. Und generell würde ich sagen, könnte ich hier jetzt doch den Intercity-Steuerwagen einsetzen. Und dann würde der NPZ rausholen. Dann haben wir sogar ein bisschen weniger Platz, das ist doch auch okay. Beziehungsweise macht es vielleicht sogar Sinn, hier... andere Zug einzusetzen, zum Beispiel ein NPZ. Dass ich auch die Loki vielleicht noch jemand anders einsetzen kann. Langsam haben wir ein bisschen mehr RE44 zur Verfügung. He? Prototypen-Loki sitzen auch wieder hier. Weißt du was, wenn schon, dann tue ich doch hier so einen Prototyp RE44 rein. Dann ist der Zug wenigstens schon mal ein bisschen schneller. Muss ja nicht unbedingt sein. Ich meine, in der Länge sind wir besser, dann hat er ein bisschen bessere Auslastung, aber das ist ja jetzt gleich. Oder wir machen ihn vielleicht schneller,
Und dafür nehme ich noch einen Wagen raus. Und dann sollte es vielleicht gehen vor Kapazität. Nein, das ist fast ein übertrieben. Wir machen einfach ein bisschen schneller. Und zwei weniger, nein, drei können jetzt eh weniger fahren mit. Also die Kapazität wird leicht reduziert. So. Bedeutet, unser neuer Regio Express Tag sieht so aus. Mit der R44, wo auf der einen Seite der hellgrau Streifen fällt. Das stört mich immer noch. Fahrt jetzt den hier mit so einer vierteiligen Komposition da rum. Sehr schön. Können wir das wieder zumachen. Und dann, was haben wir noch so übrig? Jetzt haben wir hier noch so einen Mischling. Das ist der 91er, das ist der Regio 9, oder? Schnell schauen. Ja, das ist der. Der ist jetzt hier voll. Dem würde ich also mehr Wege geben. Haben wir noch einen NPZ-Drehwagen für den übrig? Weil dann würde ich sonst dort einfach einen NPZ daraus machen. Das wäre der hier. Dort wäre noch ein Steuerwagen. Jetzt nehme ich halt den Steuerwagen, der schon hier drin ist. Aus Effizienzgründen. Wird wieder R44 frei. Dann haben wir jetzt dort 89 Platz statt Nummer 74. Und hier die 4-4, die nehmen wir schnell noch vor zu den anderen, dass die dort alle ein bisschen beieinander sind. Nicht, dass wir da so ein Genusch im Depot haben. Dass du immer ewig musst rangieren, bis du die Zug zusammen hast. Nö, nö. Lockinen zu den Lockinen. Machen wir das doch schnell und konsequent. So. Also, da haben wir hier NPZ. Auch nicht schlecht. Das ist jetzt wirklich eine sehr bunte Komposition, würde ich sogar sagen. Können wir auch noch schnell anschauen. So. Was haben wir jetzt hier? Sag mal. Wo ist jetzt die Maus her? Dort, okay. So. Wir haben Ex-Mitteldurgaubahn Steuerwagen. Nachher EW4 2. Klasse. Nachher ein DPZ AB. Und ein RBDE in Dreckig. Ich würde sagen, dem können wir jetzt den Unterhalt mal aufschrauben. Aber weißt du es nicht, das mache ich lieber, wenn er die Auswahl komplett ein bisschen verbessert hat. Dann wählen wir hier mal den weg. Dann haben wir nicht mehr viel übrig. Also der 67er habe ich jetzt eigentlich auch schon revidiert. Der 48er auch. Also von dem her sind wir fertig. Jetzt habe ich nur noch sehr, sehr viel Zeug im Depot. Heisst, jetzt kann ich nochmal schnell alles durchgehen und schauen, wo dass ich vielleicht etwas ablösen könnte. Jo. Schnell die Auswahl aufheben, so brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Jetzt müssen wir das alles noch so schnell ein bisschen perfektionieren zum Ende dieser Episode. Und dann ist das schon wieder für oben. Also, sehen wir gerade der Intercity 1, den. Können wir dort eigentlich hier und da vielleicht mal einen Wagen rausnehmen? Das könnte man eigentlich schon, der hat eigentlich immer zu viel Wagen. Aber mehr EW4 brauche ich eigentlich gar nicht. Im Moment. Ich lasse die mal so, wie sie sind. Vielleicht sind sie nachher einmal doch noch ausgelastet. Der Intercity 2, der ist jetzt hier auf dem Schenkel, wo er fährt, auch nicht überlastet. Das ist gut. Der Intercity 3, der Ober ist voll und der Unger nicht ganz. Okay. Habe ich im Depot 2 Intercity BT? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht der Fall ist. Sonst könnte ich doch wieder ein Zusatzmodul machen, weißt du? Intercity BT habe ich keinen einzigen. Ich hätte 2 NPZ-Steuerwagen, die ich rein tun könnte, aber dann kann ich auch nicht mehr so schnell fahren. Das ist nicht so toll. Habe ich nicht, sonst nehmen wir im anderen Zug noch Intercity BT, den ich frei machen könnte. Hier im Regio Express und dafür dort den NPZ rein tun. Wäre vielleicht etwas. Ja, es wäre eine gescheitere Verteilung. Komm, das mache ich jetzt noch schnell und dann machen wir Feuer oben. Regio Express wäre das. Dann hole ich mir hier das Depot, das habe ich ja schon. Und dann brauche ich einfach noch einen zweiten ICBT neben mir her. Aber ich habe ja noch andere mit Steuerwagen. Ich glaube auf dem Interregio gesehen, oder? Schnell schauen. Hier ist er und der hat auch einen, genau. Dann tun wir auch dort jetzt dafür NPZ-Steuerwagen rein. Die Lokinen können eh nicht so schnell fahren.
Wobei die Prototypen, was können die nicht, 160 sogar, ja. Das können wir jetzt halt natürlich nicht mehr fahren, aber das ist jetzt nicht so tragisch. He? Nehmen wir ihn hier für den. Dafür den ins Depot und der NP-Zettler tun wir dort runter. Und dann haben wir noch einen zweiten hier. Dann haben wir die schon mal im Depot. Dann können wir das so speichern. Und jetzt tun wir einfach hier das Depot auswählen. Zusammen mit Intercity 3. Und dann formen wir hier noch ein Zusatzmodul. Ich mache es sonst zweiteilig. Das wäre am besten gerade erste Klasse und zweite. Haben wir da noch Ersteller EW4 modernisierte? Nein, nur unmodernisierte. Die können nur 160 fahren. Ja, bei denen mache ich jetzt das Modernisierungsprogramm also nicht mehr. Die tun wir jetzt einfach ausrangieren. Nein, dann mache ich halt einfach das BBT-Zusatzmodul. Voilà und voilà. Da hat ja schon wieder ein bisschen mehr Platz. Wahrscheinlich schon wieder zu viel. Habe ich mal stark das Gefühl. Aber hey, wenn wir die Wege ja eh nicht brauchen, was sollen wir sonst mit denen machen? Die stehen ja nur rum. Wo ist Stangenschäden? Jetzt muss ich ja schon anfangen, die erste EW4 verschrotten. Glauben sie ja nicht. Jetzt nochmal in Übersicht. Haben wir jetzt in irgendeinem Zug noch EW2? Das täte ich jetzt vor dem Abstellen noch schnell wissen. Gern. IC1 klar nicht, dort hier natürlich auch nicht. Interregio auch nicht, he? Das ist jetzt so, nochmal NPZ, genau. Regio 2 sowieso nicht, Regio 3 nicht, dort nicht. Da hier ist noch ein kleines Genusch, aber das lassen wir so ein NPZ, der bunt. He? Regio Express 1 ist gut. Nein, ich habe das Gefühl, wir haben keine EW2 mehr. Nur noch die, die jetzt noch gerade im Depot sind, das sind die letzten. Sonst ist hier alles definitiv umgeschaltet. Das S3 möchte ich dann auch schnell anschauen mit dem S-Bahn Zürich DPZ. Nicht tatsächlich. Hier ist alles geklärt. Wir haben keine EW2 mehr im Fahrplaneinsatz. Ist das nicht eine Pracht? So wie der Zug, der hier schön auf dem Damm oben fährt. Jetzt kann ich hier noch schnell die Kameraansicht wechseln. So, am besten geht das schön auf das Perron zeigt, was auf dieser Seite ist übrigens. Dann können wir hier schnell ein schönes Thumbnail machen zum Abschluss. So, voilà. Da ist ein bisschen viel los. Jetzt sehen wir hier schön, wie der Tritt rauskommt. Und die Tür geht auf. Das macht zwar nicht das Geräusch, das ist ein bisschen schade. Aber beim Zugehen dafür, jetzt schön herhören. Na? Voilà. Wunderschön, das ist original Stadler Kiss-Geräusch und der DPZ kommt auch noch entgegen. Das ist doch wunderbar. Gut, ich würde sagen, das ist es. Die Episode ist schon wieder viel länger, als sie sein sollte. Das ist der perfekte Moment, um sie zu beenden. Würde ich sagen, hä? Also, wir haben jetzt hier schöne Rohmaterial-Razzia gemacht. Ich habe sehr viel Zeug im Depot. Und jetzt halt muss schauen, was ich mit dem anstelle. Wahrscheinlich wird die letzte Stunde von der Mirage gleich mal geschlagen haben. Und die anderen Sachen schauen wir mal. Der HST wird die wahrscheinlich in Güterverkehr versetzen. So wird es auch ein paar RE44 gehen. Mit denen könnt ihr jetzt also definitiv hier mal ein paar Dampfzüge ablösen, würde ich sagen. Also die RE44, lieber die als irgendwie noch eine Dampflocke. He? Gut, aber das mache ich dann nächstes Mal. He? Bis dann wünsche ich dir noch ein schönes Tag. Schön, dass du wieder dabei warst. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao.